Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt und ich war hier lange nicht mehr aktiv. Ich wollte heute euch ein kleines Update geben. Erstens mal, wie es hier weitergeht natürlich, wie oft kommen jetzt Videos, kommen überhaupt noch welche, was für Videos, wann, wo, wie, was, warum und ja, was ich eigentlich so in der Zwischenzeit gemacht habe, was es so Neues bei mir gibt. Und deswegen vorweg, also das hier ist einfach nur so ein kleiner Einstieg für mich. Das heißt nicht, dass jetzt hier nur noch Vlogs kommen. Ich vlogge zwar auch sehr gerne, aber es wird eher so die Seltenheit sein. Also deswegen seht es mir bitte nach. Ich habe einfach gedacht, wenn ich jetzt mit so einem normalen Video hier wieder um die Ecke komme, fragt ihr euch so, ja okay, hä, wo warst du eigentlich und warum kam jetzt nichts und wann kommt jetzt wieder was? Und deswegen wollte ich heute einfach nur mal kurz mit euch quatschen, in Ruhe euch ein paar, wie gesagt, Neuheiten zeigen, was es so Neues bei uns gibt und was sich so getan hat. Also ich habe euch natürlich nicht vergessen. Ich habe mir auch in der Zwischenzeit ganz oft Videoideen aufgeschrieben und so und hatte auch wirklich Bock, hier wieder durchzustarten. Aber wie ihr ja wisst, bin ich Mama geworden im Oktober und die erste Zeit war es ja auch so, also Neugeborene schlafen wirklich sehr viel und irgendwie ging es dann auch, dass ich es noch geschafft habe, für euch hier hochzuladen, Videos zu drehen, zu schneiden und es ist halt wirklich von den Stunden her und der Zeit, glaube ich, unterschätzt man das immer von außen, wie viel das auch ist. War auch alles cool, aber dann habe ich gemerkt, ich brauche einfach so ein bisschen Zeit für mein Baby. Für mich als Mama, damit wir alle ein bisschen in unsere Routinen kommen, damit ich einfach Daniel gerecht werde und einfach, ja, nicht mich in 50 Richtungen streue. Weil es war jetzt auch nicht so, dass ich so nichts gemacht habe in der Zeit. Also ich war auf Instagram weiterhin sehr aktiv. Da poste ich fast jeden Tag Bilder, Stories. Dann kommen jetzt auch noch Reels dazu und ja, wer mich da verfolgt hat, der hat sowieso immer mitgekriegt, was ich gerade so mache, weil wie gesagt, da habe ich alles begleitet. Da wisst ihr jetzt auch, wie groß Dani schon geworden ist. Ja, die Höhen und Tiefen meines Mama-Alltags, sag ich mal. Body-Update und überhaupt, aber das kann ich euch gleich hier auch nochmal zeigen. Aber ja, mit Instagram war ich gut beschäftigt. Plus, ich war sehr, sehr fleißig, was keine Frosi Hair angeht im Hintergrund, weil ja, ich habe ja meine eigene Haarpflegemarke und unser kleiner Held, das Haaröl, haben wir jetzt schon eine Weile und es ist immer noch so beliebt bei euch. Und ich bin da einfach unendlich stolz drauf. Ich weiß, so viele haben sich jetzt schon zum zweiten, dritten Mal nachgekauft, verschenken es, empfehlen es weiter. Ja, ich kriege einfach fast jeden Tag Nachrichten von euch dazu und es macht mich unendlich glücklich. Aber wir wollen natürlich auch noch euch neue Produkte bieten. Dann kam die ganze Covid-Situation da auch, das ist ja aber auch ein Thema für sich. Auf jeden Fall hat es eine Weile gedauert, aber wir sind jetzt an fast 10 Produkten gleichzeitig dran, Leute. Und das könnt ihr euch vorstellen, ist ein Haufen Arbeit. Wie gesagt, alles im Hintergrund, alles Sachen, die ich euch natürlich erst zeige, wenn das Produkt fertig ist. Aber ja, bald ist es auch soweit und die ersten neuen Sachen werden da sein. Wenn ihr das auf jeden Fall nicht verpassen wollt, wie gesagt, Instagram bei mir oder eben der Instagram-Account von Kind of Rosie Hair. Da kriegt ihr dann alles mit, weil da kriege ich auch fast jeden Tag die Fragen dazu, wann sind endlich die neuen Produkte da und es ist nicht mehr bald und ich freue mich riesig drauf. Aber damit waren wir halt sehr beschäftigt und wenn ich sage wir, wie gesagt, das ist meine eigene Haarpflegemarke, das mache ich zusammen mit Olli und mit meiner Mama, die uns beim Versand unterstützt. Also es ist ein kleines Familienunternehmen. Und es ist viel Arbeit, aber ich möchte es auch gar nicht anders haben. Ich möchte, dass das so, ja, ich möchte einfach euch das allerbeste bieten. Und da möchte ich das einfach, ja, selber alles lieber machen und weiß dann aber auch, was dahinter steckt. Und ja, das ist so, da, so viel dazu, was mit keinem Fussi her ist und was ich so gemacht habe in der ganzen Zeit. Wie gesagt, der Mama-Alltag hatte mich fest im Griff, aber ich bin über glücklich. Ich bin so eine Happy Mama und ja, mit Daniel hat sich jetzt auch vieles eingespielt. Er ist jetzt übrigens 5 Monate alt. Schon, ja. Und ja, ich finde, es gibt immer wieder so Phasen, ne? Da muss man wieder gucken. Ich musste abstillen. Ja, er hatte Zeiten, da hat er durchgeschlafen. Jetzt schläft er wieder nicht durch. Also auch wenn wir eine Routine haben, aktuell ist es so, dass er nachts nicht durchschläft und tagsüber auch sehr wenig schläft, sehr viel wach ist und auch sehr viel bespaßt werden will, was alles völlig ja, legitim ist in seinem Alter, so ist es halt mit Baby. Aber ich will nur sagen, es ist nicht so, dass ich jetzt mehr Zeit hätte. Nur ich glaube, ich weiß jetzt besser, wie ich meine Zeit nutzen kann. Zum Beispiel mache ich das meiste, wenn er abends im Bett ist. Er geht so um 6:30 schlafen und dann renne ich rum. Ich mache den Haushalt, ich mache meinen Sport. Dann essen wir noch was, vielleicht kochen wir dann eben dazu noch was, wenn wir nichts da haben. Und dann setze ich mich an den Laptop und bearbeite Bilder, mache E-Mails, mache Sache für Projekte, Kooperation, machen keine Flussi her zusammen. Ja,
Und so funktioniert das Ganze und tagsüber, so wie jetzt zum Beispiel, passt Olli mal auf ihn auf und ich kann eben das hier machen oder ich passe auf Dani auf und Olli kann seine Sachen machen oder manchmal kommt noch meine Mama vorbei. So hat sich das bei uns ein bisschen eingependelt, dass ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt endlich wieder Videos hochladen, weil davor wollte ich einfach nicht, ja, es war auch ein bisschen so, ich war mir mit meinen Themen auch unsicher, ich wusste nicht, was wollt ihr eigentlich noch sehen und ja, ich bin einfach immer so ein Mensch, ich möchte nicht einfach was hochladen, nur damit ich es gemacht habe, wisst ihr, und damit ich sagen kann, ja, wow, ich lade 5 Videos die Woche hoch. Aber wenn das alles nichts ist, wo ich gut finde und ihr nicht gut findet, dann denke ich so, wozu, ja? Da verschwenden wir alle unsere Zeit. Sondern ich möchte einfach, also ich wollte einen Zeitpunkt wählen, wo ich weiß, ich kann meinem Baby gerecht werden, allererster Linie, meinen anderen Sachen, aber natürlich auch euch und diesem Kanal gerecht werden. Und das ist jetzt und es ist immer Freitag, so wie heute und immer um 15 Uhr. Also, neue Uhrzeit auch, freitags 15 Uhr, könnt ihr hier mit einem neuen Video rechnen. Aber da brauche ich auch eure Hilfe natürlich. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, welche Videothemen möchtet ihr denn sehen? Was soll ich für euch abdrehen? Was würde euch interessieren? Und ansonsten lasst euch überraschen. So, wir sind jetzt beim Spiegel, weil wie gesagt, ich habe auch die Zeit ein bisschen genutzt. Ja, ich habe ja während der Schwangerschaft zugenommen, ne? Klar. Und habe aber auch wirklich mehr zugenommen, als ich gedacht hätte, dass ich zunehmen werde. Und war danach dann erstmal natürlich, klar, überglücklich, dass alles gut geklappt hat. Aber wusste so, da muss schon ein bisschen was, da muss schon ein bisschen was machen. Ja, ich habe jetzt extra was Figurbetonteres angezogen für euch, damit ihr... Ist das überfokussiert? Warte mal, jetzt. Damit ihr euch ein Bild machen könnt, also quasi ein Body-Update. So ist mein Bauch gerade. Und so sind meine Beine. Da hatte ich ja auch einiges zugenommen. Ja, und das kann ich hier mal runter. Ja, ich habe halt, wie ihr seht, noch eine ziemlich schlaffe Haut, aber es ist... vom Umfang einfach viel weniger geworden. Ich bin dran. Oh. Ich bin dran und eben auch, ich mache extra Sport, damit auch meine Haut schön mit straff wird. Wisst ihr, also dass ich nicht einfach nur abnehme, sondern dass ich das hier auch so mit strafft. Also es ist auf jeden Fall, hat sich einiges bei mir getan. So in den letzten, ja, anfangs war es langsam und in den letzten 3 Wochen. Ich kann euch dann gerne, wenn ich dann an meinem Ziel bin, sagen, was ich so gemacht habe. Ja, ich habe natürlich erstmal mit Rückbildung angefangen, ganz klar. Und jetzt, wenn ich Sport mache, ist das auch alles so Beginner-Level, weil ich muss wirklich meine Fitness wieder aufbauen, meine Muskeln wieder aufbauen, vor allem am Bauch. Ja, ich habe ja, klar, ich habe während der Schwangerschaft schon ein bisschen was gemacht, aber am Ende war es mehr so Yoga und so ganz sanft und so. Genau, aber habe einfach vor 3 Wochen jetzt circa meine Ernährung umgestellt und eben mit richtigem Sport angefangen, wo es davor halt eher so Rückbildung war und eher so postnatale Workouts und so habe ich gemacht und jetzt ist es so richtiger Sport. Ja, Dani ist wie gesagt jetzt schon 5 Monate alt. Ich habe eben abgestillt, ja, Kurzversion, ich hatte keine Milch mehr, so nach 15, ja, so mit der 12. Woche fing es an und dann habe ich so 3 Wochen lang gekämpft bis zur 15. und habe alles Mögliche probiert, was das Ganze verlangsamt hat den Prozess, aber es hat halt das Ganze nicht aufgehalten, sodass ich dann nichts mehr hatte. Und jetzt bekommt er halt Prämilch. Genau, aber das hat eigentlich für ihn zumindest jetzt mit Flasche und der Umstellung sehr gut geklappt zum Glück. Und ihm geht's gut. Er ist ein sehr, sehr, sehr fröhliches, glückliches Baby. Er lacht sehr viel, er spielt sehr viel. Also es ist wirklich eine mega schöne Zeit und wir haben so viel Freude an ihm, mit ihm zu spielen und eben ihm Lachen abzugewinnen. Das ist so, oh, das macht so süchtig. Und Olli und ich sind einfach, wir sind einfach hin und weg. Wir ja, sind einfach sehr, sehr, sehr glückliche Eltern. Und Dani ist ein sehr glückliches Baby. So, sollen wir mal nach den Beinen schauen? Ich fahr nach dem Auto. Fahr die Auto, ja? Auto rein, ja. Dani, jetzt ist er abgelenkt von mir. Skeptischer Blick. Was ist das? Hallo Dani, hallo mein Schatz. Spielst du mit Papa? Ja, wir haben unser Schlafzimmer übrigens von oben, wenn ihr mal unsere Roomtours verfolgt habt, hier runtergebracht, entweder in den Stock drunter. Das war auch eine Aktion. Und meine Blumenwand ist weg, also das hat sich in der Wohnung auch einiges getan. Außerdem, wenn ihr mal seht, dass hier Zeug rumliegt, Leute, das ist, boah, das ist schlechtes Licht. das ist Real Life. Mit einem Baby und 3 Katzen und Olli und ich sind ja auch so gut wie immer zu Hause. Arbeiten eben von zu Hause aus. Ja, das war davor auch so, aber wir reisen nicht. Wir besuchen kaum jemanden, eben nur im Rahmen der Erlaubtheiten. Ja, genau. Aber ansonsten geht es uns gut. Ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, ihr seid alle
gesund und einigermaßen gut durch diese Zeit gekommen. Es ist ja jetzt alles schon über ein Jahr her, ne? Seit es anfing mit den Lockdowns und dem Ganzen. Ja, auf jeden Fall, ich freue mich, dass ich wieder da bin, Leute. Ich hoffe, ihr auch. Ganz fasziniert vom Bildschirm. und damit mache ich das jetzt gar nicht so lange hier. Wie gesagt, wir sehen uns wieder nächsten Freitag. Sag tschüss, Dani.